Gorillatiere an ehemals selten sie seltsam kennen sie oder die seltsam kennen sie die Gorillas. Gorilla sind eine Primatengattung aus der Familie der Menschenaffen, Hominidae. Sie sind die größten lebenden Primaten und die ausgeprägtesten Blätterfresser unter den Menschenaffen. Sie sind durch ihr schwarz-graues Fell und den stämmigen Körperbau charakterisiert und leben in den mittleren Teilen Afrikas. Wurden früher alle Tiere zu einer Art zusammengefasst, so unterscheiden jüngere Systematiken zwei Arten mit jeweils zwei Unterarten, der westliche Gorilla, G-Gorilla, der in den westlichen Flachland-Gorilla, GG-Gorilla, und den Cross-River-Gorilla, GG-Dili, aufgeteilt wird, und der östliche Gorilla, G-Beringai. Bei dem zwischen dem östlichen Flachland-Gorilla, GB-Grauri, und dem Berg-Gorilla, GB-Beringai, unterschieden wird. Gorillas weisen einen robusten, stämmigen Körperbau auf. Sie sind stehend etwa 1,25 bis 1,75 Meter hoch, wobei sie meist die Knie etwas gebeugt halten. Wie alle Menschenaffen sind sie schwanzlos. Beim Gewicht weisen sie einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus auf, während Weibchen 70 bis 90 Kilogramm schwer werden, erreichen Männchen bis zu 200 Kilogramm. 1. Trotz anderslautender Berichte, manche Quellen geben bis zu 275 Kilogramm an. 2. Gelten Tiere mit über 200 Kilogramm in freier Natur als Seltenheit. Wohlgenährte Tiere in menschlicher Obhut können dagegen deutlich schwerer werden und bis zu 350 Kilogramm wiegen. Östliche Gorillas sind generell etwas größer und schwerer als westliche Gorillas, sie haben eine breitere Brust und wirken stämmiger. Wie bei allen Menschenaffen mit Ausnahme des Menschen sind die Arme deutlich länger als die Beine, die Spannweite der ausgestreckten Arme beträgt 2 bis 2,75 Meter. Gorillas haben sehr breite Hände mit großem Daumen. Auch die Füße sind breit, die Großzehe ist wie bei den meisten Primaten opponierbar. Beim Berggorilla der am stärksten bodenbewohnenden Unterart allerdings ist diese weniger abgespreizt und mit den übrigen Zehen bindegewebig verbunden. Wie der Mensch und auch andere Primaten hat jeder Gorilla einen unverwechselbaren Fingerabdruck. Drei Wissenschaftler identifizieren die Tiere jedoch vornehmlich anhand von Fotos oder Zeichnungen ihres ebenso einzigartigen Nasenabdrucks. Das heißt durch deren Form und die Anordnung der Falten darauf. Hier die Fellfarbe der Gorillas ist dunkel. Während die östlichen Gorillas schwarz gefärbt sind, sind die westlichen Gorillas eher graubraun. Bei dieser Art kann die Oberseite des Kopfes auffallend braun gefärbt sein. Das Gesicht, die Ohren, die Handflächen und Fußsohlen sowie bei älteren Männchen die Brust sind unbehaart. Dafür entwickelt sich bei älteren Männchen ein silbergraues Rückenfell, weswegen sie auch als Silberrücken bezeichnet werden. Während bei den östlichen Gorillas diese Graufärbung auf den Rücken beschränkt bleibt, kann sie sich bei westlichen Gorillas auch auf die Hüften und die Oberschenkel